Ja, bestimmt. So. Ach nee, wir haben ja noch nichts weiter gefunden. Können wir... Doch, warte mal, wir können. Wir machen das mal so. Rinn ins Lager, damit wir Platz haben. Zack. Und Ablegung. So voll bescheuert sich so eine... Oh, nee. Dich will ich gar nicht anlocken. Du, geh mal weg. Ich muss weg. So, wo sind wir denn hier jetzt? Genau. Das Ding ist in der Mitte. Aber ich glaube, das große Monster ist in der Mitte. Wie sie gerade sagte. Ich möchte jetzt eigentlich nicht hin. Hinten ist noch eine Stadt. Komm ich da hin? So, Mitternacht. Oh, was haben wir hier? Ah, Oktopusse. Oktopussi. Das ist aber doof. Mann. Verschwendet so viel Platz. Ja, ist nicht schön. Ist nicht schön. So, warte mal. Einen Oktopus haben wir jetzt also gefunden. Den können wir ihr eigentlich gleich instant geben. Ist krass, wie man von hier so die Leuchtturm sieht, ne? Das ist halt echt cool. Ah, etwas schlüpft in den Frachtraum. Danke. Ich denke mal, wenn ich jetzt warten würde, würde er immer... Oh, noch ein Brett. Schön. Würde er wahrscheinlich immer mehr infizieren. Kann natürlich auch sein, dass irgendjemand von mir infiziert hat, Fische Lumpe haben will. Kann natürlich auch sein. Na gut, warte mal, ich bringe erstmal das Zeug zurück hier. Gibt's eine Menge zu holen, wie ich sehe. Gibt's Haie. Nice. Oh nein. Schwein gehabt. So. Wegen dieser Proben. Das passt. Sehr schön. Das haben wir doch schon mal. Wunderbar. Noch etwas? Nein, ich breche auf. Bye, bye. Okay, das kann man hier nicht angeln. So, schauen wir mal kurz hier vorne. Was haben wir hier? Haben wir Fische. Und hier vorne waren die Bretter und ich glaube, da war noch ein Schatz dabei. Was war? Genau. Wunderbar. So, holen wir uns erstmal noch die restlichen Bretter. Die Bretter, denn wir bauen sie für die neue Angelausrüstung. Genau, so, so. Wunderbar. So. Nehme ich natürlich auch einen Forschungsteil immer gerne an. So, drei Stück. Super geil. Schatz. Oh. Ein Ring. Okay. So, dann lass mich mal schauen. Hier vorne war nämlich auch noch mal eine kleine Insel. Ist. Wenn ich mich nicht recht irre, ist es eine Händlerin. Eine Reisende, oder? Sieht so aus. Das wäre natürlich cool, würde. Wäre perfekt. Perfekt. So, okay. Jawoll. So, verkaufen 81 Buletten. Schön.
Denn Ranalat Schwimmdock, wir wollten die Angel. Und wir können... Nein, wir brauchen einmal Stoff. Scheiße. So ein Murks. Haben wir noch... Ja, haben wir. Na? Also wenn wir jetzt eine Stoffader finden, das wäre super. Das wäre sehr gut. Also mit den Lampen hier oben ist aber auch... Wo sind wir jetzt drin? Achso, das ist Rumpf, ne? Ja, das ist Rumpf. Okay. Ich wollte gerade sagen, die Lampenteile da links und rechts oben, das ist ja Quatsch. Das ist ja Goloris. So, oh, was ist das hier vorne? Fische? So, ist das hier auch wieder so ein Fischding? Oh, nee, ist es nicht. Oh, so ein Mimik, Alter. Oh, Mann. Oh, er rastet voll aus. Oh, hier müsst ihr wirklich wie Schweins aufpassen hier, ey. Ah, nein. Ach, scheiße. Hier brauche ich eine Sprengladung für. Die ich natürlich nicht habe. Schade. Schade. Und das ist, glaube ich, ganz schön weit weg. Jop. Naja, so weit jetzt auch nicht, aber jetzt auch nicht, wo man mal schnell hindüst. So, was haben wir hier? Oh! Im flachen Wasser springt ein dünner brauner Hund herum. Von Zeit zu Zeit versucht er, sich einen der kleinen Serienfische zu schnappen. Seine Technik ist wenig effektiv. Geh an Bord. Oh! Du springst von Bord in das überschaukelnde, oberschenkeltiefe Wasser. Der Hund unterbricht seine erfolglose Jagd und sieht zu dir herüber. Rufe den Hund, wirf den Hund ein wenig Fisch zu. Du wirfst ein paar Essensreste in die Nähe des Hundes ins Wasser. Er stürzt sich darauf und schluckt dabei mehr Wasser. Oh Mann, no. Nähere dich langsam. Du wartest auf das Ufer zu. Als du näher kommst, weicht der Hund ein wenig zurück. Dann setzt er sich. Wirf jetzt dem Hund ein bisschen Essen zu. Du wirfst ihm ein bisschen Essensreste zu und frisst dabei auch Sand mit. Alter, was ist denn? Warte mal. Nähere dich langsam. Er läuft nervös weg und versteckt sich in einem Busch. Einen Moment später taucht er wieder auf. Rufe den Hund. Du lockst den Hund mit sanften, ermutigenden Worten. Er nähert sich vorsichtig und bleibt dann knapp außer Reichweite stehen. Halte ihm einige Fischreste hin. Du bietest ihm an der Handfläche einige Fischreste an. Der Hund nähert sich zögerlich, beginnt dann aber daran zu schlecken. Streichel den Hund. Du streckst die Hand aus und tätschelst den Hund sanft. Er scheint zu verstehen, dass du keine Bedrohung bist. Ja! Scheint ihm zu gefallen. Ach schön, wir haben Hundi! Du gehst zum Boot zurück. Während du durchs Wasser wartest, hörst du das plätschernde Geräusch von vier Beinen, die das Wasser durchflügen. Du hältst an und drehst dich um. Der Hund steht ein paar Schritte hinter dir. Er hebt fragend den Kopf. Na, ist da natürlich klar. Verscheuchen ihn. Nicht! Wir nehmen ihn natürlich mit! Du gehst weiter. Jetzt ist der Hund mit an deiner Seite. Er wedelt so begeistert mit dem Schwanz, dass das Wasser hinter ihm aufschäumt. Oh. Ja! Oh, Schnusepesel. Er liegt schon von alleine. Oh. Du hebst den Hund an Bord, er sieht sich kurz um, dann rollt er sich zusammen und sieht zu dir hoch. Vielleicht findest du ein richtiges Zuhause für ihn. Na, die Wissenschaftlerin, hat die nicht gesagt, dass sie wenigstens Haustier oder irgendwas haben will? Hat sie doch gesagt? Hat sie doch, oder? Du bist ja Wissenschaftlerin. Die ist da so allein. Brad. Rapid. So, erstmal dredgen wir hier mal ein bisschen. So, wenn wir jetzt hier noch Stoff finden würden, dann wäre das ja fast nichts zum Aushalten. Noch mehr Bretter. Naja, was wir haben, haben wir. Es wird die Zeit kommen. Da wird Holz ein knappes Gut sein. Verkackt.
Ja, jetzt habe ich auch wieder wie so ein... Wie so ein auf den Kopf gefallener Stapel hier. Also, man kann es ja nicht anders sagen. So, kann ich das dann irgendwie ein bisschen eleganter hinbekommen? Nein. Es ist tatsächlich schwierig, dadurch, dass du halt immer 4 Fixpunkte hast, irgendwie. Und den Rest musst du irgendwie drum rumschrauben. Geht alles nicht. Geht alles nicht. Gut. Dann bleibst halt da. Oh, was ist das? Oh, jawohl, Stoff. Es ist Stoff. Das, was wir brauchen. Das, was wir brauchen für die neue Angel. Krass aus. Einmal? Nein. Okay. So, wir haben zweimal Stoff. Und können nochmal zurückkehren. Das ist ein kleines lustiges Dorf. So, lass mich raten. Hier haben wir noch einen kleinen Schatz. Oh nee, ein Wirtschaftsteil. Ein Forschungsteil. Das ist der Wirtschaftsteil. Sehr, sehr schön. Na dann, zurück. Kommen wir jetzt hier durch. So, und hier in der Mitte? Oh je, ja, da sieht man schon den Tentakel, oder? Ja, da schwimmen wir mal nicht drüber. Das lassen wir mal schön sein. So, ballern wir erstmal hier rüber. Zur Händlerin. Da können wir uns die neue Angel kaufen. Aber ich freue mich, endlich, endlich. Schlumpf die Bumpf. Lalalala. Hab ich einen Fisch? Ich hab ja keinen Fisch gefangen. Warum sieht das schon so aus? Nimmst du auch Hund? Nein. So, okay. Wir wollten angeln. So, für 100. Kaufe ich für 100. 3 Angelplätze. Yes. Und wir haben auch gleichzeitig für 300. Mehr Laderaum! Yes! So, hier können wir schon mal ein bisschen was hinpacken. Habe ich nicht schon was? Nee. Wunderbar! Wunderbar! So, warte mal, den Ring packen wir mal auch ins Lager. So, dann können wir jetzt erstmal nochmal schnell die beiden, die Wirtschaftsteile, die beiden Forschungsteile verbasteln. Beim Motor, wie gesagt, war genau. Hier packen wir ihn hin. Den wollen wir haben. Den wollen wir haben. Weil selbst wenn ich den jetzt kaufe, der macht 52,5 Knoten, hat aber tatsächlich 5 Teile, die er wegnimmt. Jetzt mache ich, ich glaube, 51 Knoten. Und habe auch 6 Teile. Naja, also ich würde tatsächlich, wenn ich den jetzt kaufen würde, nicht viel dazu gewinnen. Den Knoten. Da warte ich lieber auf den nächsten, der hoffentlich wesentlich mehr sein wird. Weil, wie gesagt, ich muss halt tatsächlich eh alle Punkte vergeben, um da überhaupt hinzukommen. Wie das ja aussieht. So, okay. Aber lass uns mal schauen, vielleicht, dass wir jetzt den Hund abheben können. Ich fahre mal außen lang. Vielleicht entdeckt man aber schön etwas nicht da vorne. Ist. Ach, geil. Eine Kiste an der Kette. Inspizieren. Lalalala. Komm, ja, wir drehen uns einfach da mal hin. Das ist super. Schön. Knapp unter der Wasseroberfläche treibt eine Truhe. Gehalt von einer Kette. Tief. Die Tiefe in die Tiefe führt. Die Tiefe. LOL. Hallo. Jackpot. Jackpot, Baby. Der Teller. Schön.
krass, ein Walhai, ne? Cool. Also, ich meine, ich will keinen Kopf mehr machen, aber alles, was jetzt irgendwie so groß war und plötzlich irgendwie auftaucht. Hier ist ganz schön Verkehr. Ich mach mich mal vom Acker hier. Das ist mir ganz schön. Hier ist ganz schön was los. Und wir kriegen total Bock, Monkey Island zu spielen, wenn ich das so hier sehe und höre. Oh, ein Hammerhai. Schrast aus. Den hol ich mir nachher auf den Rücktour. Den hol ich mir auf der Rücktour. Außer jetzt kann den Hund jetzt hier abgeben. So, okay. Docken wir mal an. Forscherin. Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun? Dieser Hund hat kein Zuhause. Willst du ihn vielleicht? Ein Hund? Oh, lass mich mal sehen. Der Hund springt auf die Forscherin zu. Sie geht in die Hocke, um ihn zu streicheln. Der Hund schlägt ihr das Kinn ab. Ich würde ihn dir gerne abnehmen. Ich würde mich sehr über die Gesellschaft freuen. Bist du sicher? Ja, du sollst den Hund nehmen? Ich glaube, ich würde den Hund doch lieber behalten. Na, ist halt schwierig. Natürlich will ich den Hund behalten, aber wir wollen ja ein schönes Zuhause für ihn finden. Ich glaube, bei ihr ist gut auf ihr Home. Du kannst den Hund haben. Oh. Gut, gut, gut. Ja, ich danke dir. Oh, wir werden uns gut verstehen. Er kann mein Assistent werden. Plötzlich richtet sich der Hund auf und beginnt zu würgen. Schön. Lass mir vollkommen unkommentiert jetzt mal. Sekunden später bricht er sich auf den Boden. Etwas glitzern und Schleimes ist in der Masse. Oh, das ist ja interessant. Das gehört wohl dir, wenn du es willst. Noch ein Ring. Meine Fresse, dann hauen wir den so Gemschmied hier. Ich kann den Rest sauber machen, keine Sorgen. Schön, schön, schön. So, Hammerhai, komme. So, wie sieht überhaupt mein Inventar aus? Ganz schön voll. Ihr kriegt ja keinen Hammerhai unter, denke ich mal. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Den normalen Hai? Ja, ne? Den dürft ihr kriegen. Oh, hier ist so ein Hammerhai. Oh, shit. Janni, Alter. Der blöde Teller. Das ist der Teller. Jetzt ist mal die Frage. Was bringt so ein Oller Teller? Matte Silberplatte. Ah. Aber selbst wenn, würde nicht gehen, wa? Nee. Deswegen den Teller weghaue jetzt nicht. Oh, scheiße. Ja, das ist ja Schau. Das ist ja total scheiße. Oh, warte mal, kann ich den hier irgendwie anders positionieren? Hochkant. Ja, ja, ich überlege mir gerade. Ja, ganz kurz hier mal ein bisschen beiseite gepackt. Ja, das ist alles nicht optimal. Das ist alles nicht optimal. Aber es geht! Hooray! Got it! So, gut, den verkaufen wir. Wo bin ich überhaupt? So arschduster. Kein Plan, okay, Düse. Was ist das überhaupt? Oh, warte mal, das sind doch hier, die müssen wir auch haben. Hallo. Also gut zu wissen, hier sind sie. Was sind überhaupt diese roten, was sind Leuchtsäulen? Was ist das? Wo ist das? Oh, warte mal, hier vorne haben wir auch noch was. Er kann zwar jetzt nicht nehmen, aber ich schau mal rein. Die Wellen schlagen gegen das sich am Ufer sammelnde Strandgut. Schau hinein. Oh, eine Schatzkarte, schau mal. Schau. Da schauen wir nochmal vorbei nachher. Hier war noch ein bisschen Holz. Oh nein, und hier findet auch noch so ein... Egal, komm, wir verkaufen jetzt erstmal den Hai. Wir haben jetzt auch gerade eine Menge Kohle ausgegeben.
müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld in die Kasse spülen. Ich geh nicht so weiter. Bleib Zuckerpatte. Ja, genau. Da vorne hoch. Ah, überall Mutationen. Ach, sag mal, das zeigt die Relikte an, kann das sein? Weil vorhin hatten wir, vorhin hatten wir ebenfalls so ein Bowser-Ding zu sehen. Also da war ein Relikt. Das heißt, da ist oben ein Relikt. Also klar, laut Karte. Fischmarkt. So, was kriegst du? 171, cool. Nehm ich. So, dann kann ich das nämlich auch schön erstmal wegpacken. Ins Lager. So, durch Verbastel bauen wir noch. Na, 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 na. So, hier vorne habe ich doch noch irgendwas. Hier ist da eine Mutation im Start. Bei den Krakis. Bis jetzt sehen sie erstmal sehr normal aus. Oh, Medusen-Oktopus. Ja, der ist ein bisschen special. Der ist special. Den nehmen wir. So, okay. Ja, cool, okay. Verkaufen wir gleich, sind wir leer. Ich denke mal, die Oktopoden, die werden wahrscheinlich nicht so viel bringen. Bis vielleicht auf die Mutanten. 250. Immerhin. Ja, man muss das einfach mal frisch auf den Tisch bringen. Das ist das Geheimnis. So, lass mich raten. Das sind doch auch hier so eine. Genau. Davon nehmen wir mal einen mit. Magst du jetzt die neue Angel einbauen? Oh, jawohl, jawohl, jawohl. Ach, danke, dass du das erwähnst, der Junge. Schon wieder fast vergessen hier. Die neue Angel. Now it's time. Hab ich die Kohle überhaupt dafür? Ne, warte mal, die Angel habe ich schon. Die Angel ist schon da. So, das heißt, das kommt raus. Ausbauen. Ausbauen. Das wollen wir nicht verkaufen. Und dafür kommst du Schmuckstück jetzt hierher. Wir können jetzt auch wieder diese Zeichen mit einbauen. Ich weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist tatsächlich. So, und hier haben wir auch nochmal zwei Dinger. Könnten wir eigentlich das hier auch nochmal drin setzen? Nee, kann ich bloß ein Angelstück hinsetzen. Ja, dann lasse ich das lieber irgendwie. Aber wir haben jetzt quasi, wir können alles angeln. Küsten hier, Flachwasser, ozeanisch, vulkanisch, Mangroven und Dredge. Warte mal. Stopp mal. Bin ich jetzt einfach nur besemmelt? Da. Angeln. Abyss und Hadal gibt's noch. Abyss und Hadal. Ja, wahrscheinlich sollte ich die auch erstmal freisetzen, irgendwie, damit ich die angeln kann, ne? Weil die normalen können. Die normale Angel kann die nicht angeln. Ja, die nächsten Dinger setzen wir mal da hin. Könnt ihr mal ganz kurz schauen? Warte mal, werft. Ozeanisch brauche ich auch. Ozeanisch brauche ich. Brauche ich. Die macht aber nur da. Na egal, auf jeden Fall setze ich die erstmal rein. Mach doch mal. Warum macht er nicht? Wieso setzt er die nicht?
Ich hab doch einer. Was? Hä? Wieso macht er das jetzt nicht? Muss ich dafür irgendwas kaufen? Zählte zu Netzen oder was? Ist noch nicht freigeschaltet. Ist nicht mit Linien aneinander verbunden, ja. Ist vielleicht storytechnisch freigeschaltet. Kann sein. Kann sein, tatsächlich. Okay, gut. Dann ganz kurz. So, ja, ich weiß nicht, was mit diesem beschissenen Stream-Element heute los ist irgendwie. Ich hatte vorhin ein Update gezogen und jetzt kacktet mir alle Furznadel ab hier irgendwie. Das ist doch zum Kotzen, ey. So, ja, wie die anderen dreimal vorher heute, einfach bitte irgendwie F5 drücken und dann seid ihr wieder direkt bei mir, ihr Lieben. Sorry dafür, wenn die Technik hier wieder abkackt. Ein armer Mann kann nichts dafür. Oh. Holen wir uns schön. Hallo, was haben wir da? Hoppala. Das war gerade ein bisschen abgelenkt. So. Kaufen und verkaufen. So, was haben wir da vorne? Können wir da? Also die sind noch ein bisschen groß, glaube ich. Schauen wir mal hier, ob wir uns die hier schnappen. Barracuda. Barracuda. No, 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 no. No, 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 no. Hm. 173. Nice. So, okay, also die Squids sind tatsächlich... Ah, warte mal, der zeigt den Squid auch verkauft. War den ich hatte? Ja, leider Auto verkauft. Hm, mit allem zusammen. Okay, ärgerlich, aber so ist es. Okay, es wird ja schon wieder dunkel, das ist ganz gut. Warte ich einfach mal kurz. Und ich düse mal außen lang. Ah, da sind sehr schön, sehr schön. Sehr gut. So, den bringen wir natürlich der Wissenschaftlerin. Können wir mal kicken, was die anderen so bringen. Von Platz leer. Hier vorne hat es auch nochmal so ein bisschen geleuchtet. So, vielleicht kriegen wir hier eine Mutation. Jawoll. Strahlender Kalmar. Das ist schön. Na, vielleicht noch eine? Nee. Tage ohne Schlaf, Alter. Ach, ei, Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, schnell an Land gehen. Wunderbar. So, Forschungen. Oh, was tun wir jetzt? Alles klar, passt. So, jetzt brauchen wir bloß noch die Qualle. Fangtechnik. Ah, nein, wir brauchen jetzt ein Netz. Schaut mal, bei Fangtechnik ist ein Netz abgebildet. Wir müssen uns ein Netz kaufen. Okay, kein Problem. Das machen wir. So. Einfach kurz ablegen. Oh. Also gemütlich sieht es hier nicht aus, Leute. Sagt wie das ist ganz schön. So viele Kopffüßler. Ja, alles kleine Cthulhus.
So, den Rest verkaufen wir nach vorne. Hoffentlich sehr gewinnbringend. Das würde mich sehr freuen. Guck mal, hier haben wir schon so Quallen. Ne? Oh, papa. Dann will man doch schon wieder irgendwas in den Frachtraum hüpfen. Irgendwas Ekliges. So. Fischmarkt. Ah, okay. 112 ist jetzt nicht so dicke. Aber immerhin. So, jetzt müsst ihr bloß mal schauen. Netze. Müssen wir machen. Kommen wir nicht drum rum, ist doch relevant. Denn in die Werft, weil wir müssen natürlich das Netz kaufen. Zwei Tage, ein Tag. 300 Dinger. Dafür geben wir das Ozeanische jetzt erstmal auf. In der Hoffnung, dass wir die Quallen relativ schnell rankriegen. Okay. So, wir haben jetzt ein Netz hinten dran. Wie mag das? Will er das Schleppnetz mit E aus und lasse es ins Wasser? Okay, gut. Jetzt. Muss ich jetzt einfach so rumdüseln hier, oder? Ah, hurra! Roter Schnapper. Oh, wie schön. So. Na sag mal, ich mir jetzt anstehen ins Netz oder was? Los! Oh, schön, ein zweiter. So, und die sind. Das ist ja wahrscheinlich dieses Abyssal, ne? Oder was? Diese, also Tiefsee. Und dann war noch das andere, was ist Hardal? Na, ist egal. Klingt irgendwie wie eine. Wie Essen. So, was haben wir hier vorne? Achso. Ach, das sind ja die. Was ich gerade gefangen habe. Ich weiß jetzt schon nicht mehr. Das ist ein komplett Aussetzer hier. Ein dritter Fisch. Okay, aber das ist eigentlich ganz geil, weil sie natürlich jetzt nicht so in meinem im Inventar sind. Alter, der Tentakel hier vorne gehört damit dazu. Oh Gott. Oh, nee. Ja, fahren wir mal nicht hin. So, was haben wir hier? Der Loot. Der Loot reizt mich hier an die Kante. Oh Gott. Der mächtige Sarlacc. So, da seht ihr, ich habe einfach zu sehr, zu oft habe ich Benny zugeschaut, wie er Dark Souls spielt, irgendwie. Das ist einfach der Loot, lässt mich alle hier fahren vergessen. So, es wird Nacht, sehr schön, wo sind die Quallen? Ach man, das sieht auch geil aus, irgendwie Lichteffekte hier. Ich meine, es ist halt alles relativ günstig, also was günstig, ist da bescheuert irgendwie. Es ist halt, die Grafik ist jetzt halt nicht so mega dicke, ne, irgendwie, sehr grob. Aber dafür trotzdem unheimlich schön, finde ich. So, warte mal, ich bleib ruhig mal am besten im Becken, mal da war vor einer Qualle drin. Außen weiß ich jetzt ja nicht, ob man da irgendwie Quallen findet. Da vorne sieht doch schon eine. Oh, wir haben sie ja eine. Na dann, auf geht's zur Wissenschaftlerin. Dabadabam. Oh, schön. Cool. Ist natürlich sehr schön, damit haben wir auch gleichzeitig ihre Aufgabe erfüllt. Mal schauen, ob das jetzt storytechnisch irgendwas rockt. Weniger Proben. Yes.
Mission erfüllt. Danke. Sieht so aus, als hättest du alle Oberflächenexemplare beschafft, die ich brauche. Aber ich brauche auch noch einige aus tieferen Schichten. Und das ist das Problem. Warum ist das ein Problem? Ich habe ein Gerät entwickelt, um Proben aus dem Abyssalzon zu beschaffen. Es ist im anderen Forschungsaußenposten zurückgeblieben. Vor dem Angriff. Ich habe eine Idee, wie du die Kreatur lang genug im Schach halten kannst, um solche Exemplare zu sammeln. Aber während ich daran arbeite, müsstest du mir einige Prototypenteile besorgen. Kein Problem. Vorsicht, ich schlage vor, du gehst tagsüber. Nachts hält man sich besser nicht im Riff am Riff auf. Noch etwas? So, das packen wir mal hin. So, Netz, Netz, Netz. Roter Schnapper. Oh, warte mal, wir haben hier noch. Hey, wir können auch ein Buch lesen. Zwischendurch. Mensch. So. So beknackt, ey. Aber macht doch so Spaß. Das Schöne ist, du kannst ja hier quasi, ne, kannst ja hier rüber hupen. Aber ich habe noch was aufs Soundboard gelegt. Wie die Idioten. Einfach die Fanfare der Deppen, Alter. So, hier haben wir noch einen kleinen Schatz gehabt. Den holen wir uns jetzt erstmal. Den holen wir. Da war eine Schatztruhe, ne? Eine Schatzkarte. Ein großes Stück Papier. Verdammt großes Stück Papier. Und Gold. Nehmen wir. So, hier haben wir noch Holz. Holz ist auch dankbar. Komm, wir sind gerade leer. Nehmen wir alles mit. Wood is good. Oh, sehr schön. Forschungsteil. Sehr schön, drei Bretter. Wundervoll. Oh, was haben wir da vorne? Was haben wir da vorne? Was haben wir da vorne? It's a mutation? It's a mutation for us. Ah, wieder ein Schnapper. Ja, sieht normal aus. Sieht erstmal alles sehr normal aus. Und der letzte Wart. Igitt, Alter. Schnappender Schnepper. Naja, wisst ihr mal. Das war bei der Namensgebung sehr kreativ gewesen. Das ist ein schnappender Schnepper. Ist natürlich sehr cool. Mr. Mudder! Mr. Mudders, vielen Dank für dein Prime-Abo. Seht leider jetzt erst, der Alert ist leider bei mir deaktiviert. Vielen Dank dafür. Dafür gibt's erstmal den. Und Dave ist mit am Start. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. So, zack, hier mal schnell ran. Und das Gute ist beim Netz jetzt irgendwie, wir haben eigentlich doppelte Sache, die wir verkaufen können, ne? Wir haben zum einen natürlich die Fische, die im Netz sind, und die, die an Bord sind. Das ist eigentlich ganz geil. So, warte mal. Das kommt ins Lager. Das kommt ins Lager. Und hier schauen wir nochmal kurz in den Schwimmdock, wo wir. Wir brauchen nur so mehr Bretter, ne? Erstmal. Bis wir hier sind. Und hier sind wir noch nicht, weil hier brauchen wir noch. Wir brauchen noch Eisenteile. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Hui, mui, Lager. So, okay. So. Okay, also wir können mal einfach, hier können wir nichts machen. Wahrscheinlich kriegen wir das erst von der Wissenschaftlerin. Wenn die sagt, die hat da so ein tolles Teil gebaut. So, aber erstmal, warte mal, wo sind jetzt... Wir müssen jetzt erstmal zu der anderen Forschungseinrichtung, oder was, oder wie? Und wir machen es tagsüber, wie sie gesagt hat.
Easy peasy, lemon squeezy. Slow and steady wins the race. Ihr könnt jetzt noch weiter so eine Benny-Floskeln raushauen. Aber ich mach's nicht. So, okay. Ah, jawohl, hier haben wir noch ein bisschen. Noch einen Schatz. Den bergen wir. Oh nein, das ist ein Forschungsteil. So, für alle, die jetzt neu dazugestoßen sind, wir spielen Dredge und wir spielen Dredge mit der eigenen Herausforderung, nicht zu schlafen. Was wir jetzt seit 25 Tagen nicht gemacht haben, also seit Anfang des Spiels. Labor. Das Labor liegt in Trümmern. Ausrüstungen und Forschungsunterlagen liegen überall verstreut herum. Wo möchtest du suchen? Öffne die Schränke. Du durchsuchst die Schränke. Ein Forschungsteil. Du leerst die Schränke. Okay, wo möchtest du suchen? Inspiziere die Ausrüstung auf dem Tisch. Nachdem du eine Weile gesucht hast, findest du die Prototypenteile, die du... Was ist mit hier? Aha. Die Forscherin braucht, um das Gerät zur Probeentnahme zu bauen. Na, das sieht doch schon mal irgendwie komisch aus. Was möchtest du jetzt tun? Suche den Boden ab. Du lässt den Blick über den Boden wandern. Du entdeckst dort feine Risse, die sich bis zu den Wänden hochziehen und dabei langsam immer breiter werden. Etwas extrem Starkes und Großes muss diese Löcher gerissen haben. Ganz vorsichtig greifst du in eins hinein. Na, wenn's läuft, läuft's aber. Du ziehst einen Gegenstand aus dem Riss im Boden. Wo möchtest du suchen? Wir möchten gehen. Generator. Ein alter Generator stottert und spotzt vor sich hin. Okay, alles klar? Sie bamsi bumsi, warte mal. So, und damit haben wir den, könnten wir den neuen Motor freischalten. Also, wir können noch nicht freischalten, aber wir können ihn jetzt soweit freikaufen. Okay, 67,2 Knoten macht er. Das ist schon schön. Das ist schon schön. Ich glaube, da kommen wir bald hin. Das haben wir bald. So, wir düsen mal, warte mal, hier vorne ist noch ein Schatz, den nehmen wir natürlich noch mit. So. Und dann auch zur Wissenschaftlerin. Wir haben ihr Prototypenteil gefunden. Eine Brille? Das ist aber ein toller Schatz. Oh, warte mal, hier vorne. What is this? Message in the bottle, yeah. Ich habe seit ein paar Tagen nicht mehr geschrieben. Mich quält ein seltsames Frösteln, das mir den Verstand vernebelt. Egal, was ich tue, mir will einfach nicht warm werden. Die Tinte ist hier an einigen Stellen zerlaufen. Die Zeilen sind unleserlich. Das meiste, was sie herausgefischt haben, war Müll. Aber schließlich förderten sie eine große, sargähnliche Truhe zutage. Angesichts des faszinierenden Fundes war die Mannschaft wie gebannt. In dem Moment, in dem sie darauf folgte, kann ich mich mit quälender Klarheit erinnern. Er konnte das Ding mühelos aufhebeln. Das Holz knirschte, als ob es zerbarst. Über das Deck quoll purpurfarbener Stoff. Der Lärm der brechenden Wellen erfüllte meinen Kopf. Ich kann sie jetzt noch hören. Er starrte auf die offene Truhe. Dann wandte er sich zu mir. In seinen Augen sah ich gähnende Leere. Die Seite ist an dieser Seite abgerissen. An dieser Stelle. Also, man merkt das schon sehr deutlich irgendwie, dass die Nachrichten, die in diesen Flaschen sind, die handeln quasi von einem Paar. Ja? Und also irgendwie sind die auf irgendwas gestoßen. Also der Mann war anscheinend sehr, sehr, naja, abergläubisch, möchte ich es mal vorsichtig nennen. Er hat sein Schiff umtaufen lassen irgendwie. Die Frau hatte irgendetwas zurückgehalten. Und daraufhin ist irgendwas geschehen. Die Frage ist, was ist geschehen? Ja, schon, also mal gucken. So, jetzt haben sie noch eine Truhe gefunden. Das ist auch irgendwie eine Hose gegangen. Es ist doch alles. Es ist doch vermurkst. Es ist doch der Wurm drin.